Meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier bei uns auf Volks TV bei Volks Interaktiv. Heute charmanter Gast, charmanter Besuch. Ich begrüße die Clara von den Oberkrainer Polka-Mädels. Clara, zuerst mal hi. Hi. Du hast ja heute gar nicht so weit her gehabt. Du bist ja aus Slowenien. Ja. Wir sind ja hier in Ljubljana und du studierst auch hier in Ljubljana. Ja, ich habe studiert. Also jetzt du bist fertig. Du bist ja schon fertig. Aber hast hier nicht Musik studiert, sondern? In Klagenfurt. Genau. Und hier studierst oder hast du Zeichnen studiert? Ja, Industriedesign eigentlich. Industriedesign, das hat sogar einen eigenen Namen. Ist schwer, oder? Nein, ist nicht schwer, aber du musst viel arbeiten. Du darfst nicht schlafen. Du darfst nicht schlafen. Also meine Damen und Herren, Sie sehen schon, höchst motiviert ist die Clara. Musik studierst du eben dann in Klagenfurt. Das Instrument, das ist das gleiche wie auf der Bühne. Das ist dann die Klarinette. Jawohl. Cool. Und wie lange bist du eigentlich jetzt schon bei den Oberkrainer Polka-Mädels? 4 Jahre, glaube ich. 4 Jahre. Ja. 4 Jahre. Es macht dir sehr, sehr viel Spaß. Und du hast gesagt, Daniel, ich besuche dich heute, denn in Zukunft wird es sehr, sehr spannend. Es gibt, dürfen wir das schon verraten? Ja. Ja, wir verraten ein bisschen das jetzt schon, ja. Es wird eine neue CD geben, der Oberkrainer Polka-Mädels. Jawohl. Wann? Im Herbst, irgendwo so. Irgendwo so im Herbst. Und da gibt es dann wieder Oberkrainer Musik oder was ganz Neues? Ja, wir wollten eine Überraschung machen. Wirklich? Dass wir auch 2 moderne Stücke. Oh, das hat es noch nie gegeben, oder? Die Oberkrainer Polka-Mädels im modernen Stil. Cool, coole Idee. Ja, ist. Ja. Etwas Neues. Etwas Neues, so muss es auch sein. Die Oberkrainer Polka-Mädels sind bekannt für tolle Oberkrainer Musik, natürlich aus dem Hause Ausenig. Einige Male hört man diese Polka-Mädels auch bei uns in Österreich. Ich glaube, in Österreich seid ihr sowieso sehr, sehr gerne, oder? Macht Spaß in Österreich. Ja, es ist super in Österreich. Auch super in Italien, in Deutschland, in der Schweiz. Ihr seid in ganz Europa sozusagen unterwegs. Bei dir ist es super, du kannst sehr, sehr gut Deutsch, du sagst immer ein bisschen, du kannst es wirklich sehr, sehr gut und auch sehr wichtig, oder? Du machst dann die ganze Moderation auf Deutsch und auf Slowenisch, oder wie klappt das? Ja, so machen wir, ja. Okay. Auf Deutsch und auf Slowenisch. Und wenn du mal keine Stimme hast, dann gibt es keine Moderation. Dann singe ich. Dann singst du. Ja, auch nicht schlecht, aber ist nicht leicht, oder? Moderieren, singen, es ist schon... Ja, aber wenn du gerne das machst, dann, dann ist das etwas super. Also. Dann ist das das Beste, was man machen kann. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Oder anders gefragt, zu dieser Oberkrainermusik? Hat das der Papa gemacht oder die Mama? Oder hast du mal den Slaukausenig im Radio gehört? Oder wie ist das vorangegangen? Also, keiner in unserer Familie ist ein Musiker. Also Mama singt nicht, spielt etwas auch nicht, Vater auch nicht. Und ich habe Klarinette gespielt. Und dann haben mich die Polka-Mädels angerufen, kannst du morgen mit uns spielen gehen? Und mein Finger war kaputt und ich habe gesagt, nein, ich habe meinen Finger im Gips, das geht nicht. Geht nicht. Aber bitte, wir brauchen. Und dann bist du aber trotzdem. Ich kann nicht wirklich spielen, aber ich kann trotzdem kommen. Ja, ist sowieso Playback. Also war einen Fernseher oder so. Okay, sonst spielen die Polka-Mädels immer live. Alles, also, live. Alles live. Ja, ja. Alles. Also das war im Fernsehen und so hat das Ganze dann begonnen. Ja. Und früher hast du gar nicht so Slaukausenig nicht gehört? Nein, gar nichts. Gar nichts. Was ist so deine Lieblingsmusik, so Charts? Nein, jetzt ist Slaukausenig jetzt ist Oberkrainer Musik also. Und sonst hörst du gar nichts, so Rock'n'Roll oder? Ja, Rock'n'Roll ist super. Auch? Auch. Ja, cool. Cool, cool, cool. Das heißt, ihr habt dann vor 4 Jahren mit dieser Besetzung begonnen. Die CD, die kommt dann im Herbst heraus. Und bis zum Herbst gibt es jetzt viele Auftritte. Wo kann man sich zum Beispiel jetzt ansehen, wo ihr das nächste Mal seid? Es gibt eine Seite auf Facebook, oder? Ganz neue Fotos gibt es auch. Ja, cool. Ja. Wo habt ihr diese Fotos gemacht? Wo? In Slowenien. Wir haben das bei einem Fotograf gemacht, Matej Vranic, in Slowenien. So guter Fotograf. In Celje? Das kenne ich ja. Ja, ein bisschen kenne ich mich aus. Also neuer Fotograf, neue Fotos gibt es auch, eine neue CD gibt es auch bald. Und, liebe Clara, es gibt heute ein neues Video bei uns auf Volks TV. Das hat es noch nie gegeben. Das nennt sich, du weißt wahrscheinlich, oder? Ja, wie heißt das? I Love You. I Love You. Warum? Habt ihr einen Titel gemacht mit dem Namen I Love You? Ist das für einen speziellen Mann? Ist das für deinen Mann oder für alle Männer? Ja, wir haben es so gesagt, weil viele fragen uns, wo wohnst du? Mhm. Hast du gerne einen Farm oder so? Und wir haben gesagt, ja, wir lieben also Farm und alles.
Und wir suchen einen Mann mit dem Traktor. Okay, also kurz erklärt, meine Damen und Herren, die Farm, das ist bei uns in Österreich der Bauernhof mit vielen Tieren und so weiter. Und der Titel, der handelt eben darum, ihr wollt keinen Mann mit einem Ferrari oder so. Ja. Also ihr braucht keinen Porsche, keinen Ferrari, ihr wollt einen Mann, der Traktor hat. So heißt es ja im Lied, oder? So, ja, ja. Und liebe Regie, ich glaube, wir sehen uns diesen Titel jetzt gleich mal an. Die Oberkrainer Polka-Mädels mit dem neuen Hit, oder? Über 20.000 Mal wurde der schon angesehen im Internet. Ja, ich habe etwas so, ja, bin ich nicht sicher. Ja, ich habe allein ich habe 2000 Mal das wieder angesehen. Ah, ja, okay. Das ist super. Nee, Spaß besser. So, wir schauen uns den an. I love you, meine Damen und Herren, von den Oberkrainer Polka-Mädels. Dann sind wir gleich wieder zurück. Es gibt ja auch was zu gewinnen, also bleiben Sie unbedingt dran. Das, meine Damen und Herren, ist heute Volksinteraktiv mit einem ganz speziellen Gast, mit einer ganz speziellen Besetzung, die Oberkrainer Polka-Mädels. Die Clara ist heute hier. Ja, für euch ist es zurzeit sehr, sehr stressig, positiv gemeint. Ihr seid sehr viel unterwegs. Letztes Wochenende oder vergangenes Wochenende wart ihr jetzt in Kärnten auf der Bühne in St. Veit und hat auch viel Spaß gemacht. Ja, wir haben dort viel Spaß gehabt. Ja, wir haben nach dem Auftritt auch so ein bisschen Party gemacht. Ein bisschen Party? Ein bisschen. Das machen auch die Oberkrainer Polka-Mädels, so ein bisschen Party nebenbei. Was macht ihr denn eigentlich oder was machst du eigentlich, wenn du nicht auf der Bühne stehst oder beim Studieren bist? Gibt es da Hobbys? Hast du Hobbys, Clara? Ja, wenn ich Industriedesign mache und Klarinette und Polka-Mädels. Bleibt also, nicht mehr viel Zeit. Na, schlafen. Bleibt nicht auch viel Zeit für Schlafen. Ich gehe gerne am Meer. Also. Du gehst gerne ans Meer. Woher? Mhm. Oder wohin gehst du da? Entschuldigung. Wir haben Kroatien. Ein Haus am Meer. Ein Haus am Meer? In Kroatien, ja. Wow. Na, da schauen wir an. Aber auch da geht die Klarinette mit, oder? Die bleibt dann zu Hause? Ja, die geht mit, ja. Wahnsinn. Und manchmal gehen auch die Polka-Mädels mit. Wir gehen auch zusammen auf einen Urlaub. Okay. Wirklich? Aber privat oder mit Fans? Nein, privat. Privat dann. Und wie sieht der Urlaub dann aus? Da wird dann den ganzen Tag am Strand gelegen und dann am Abend da wird gefeiert mit eigenen Instrumenten und dann in die Disco? Oder? Wenn ich gehe mit Polka-Mädels, dann gehen wir ohne Instrumente. Ohne Instrumente? Ja. Dann wird nur gesungen? Ja. Können wir so sagen. Und ein bisschen getrunken auch, so Cocktails und so? Saft und so. Cola. Saft und so. Also man sieht schon, meine Damen und Herren,
Abgebrüht ist die Dame. So, kommen wir wieder zurück zur Musik. Oberkrainer Musik, dafür seid ihr natürlich bekannt. Ihr spielt überall wunderbare Melodien von Slawka Auzenik, auch von den Alpen Oberkrainern und vieles, vieles mehr. Schreibst du auch selber Lieder für die Oberkrainer Polka-Mädels, für die neue CD vielleicht? Also die Akkordeonistin. Die schreibt selbst? Ja, die schreibt selbst. Sie studiert, sie ist eine Komponistin also. Cool. Und das ist kein Problem für sie. Kein Problem. Ja, und dann die Gitarristin gibt dazu die Texte in slowenischer Sprache. Und ich habe jetzt zweimal probieren, auch in deutscher Sprache das gemacht. Also alles, was das Deutsche dann betrifft, das gesungen wird, das wird dann von dir gesungen, weil du eben am besten Deutsch kannst. Nein, ich singe nicht viel. Singst du nicht viel? Fast gar nichts. Aha, okay. Ich rede mehr. Du redest mehr. Die Sängerin ist dann aber neben dir auf der Bühne. Ja, sie singt und sie jodelt auch. Sie singt und kannst du auch jodeln? Oh Gott, nicht. Gar nichts. Gar nichts. Alles muss man nicht können. Also die Oberkrainer Polka-Mädels, meine Damen und Herren, sind europaweit unterwegs. Wir haben heute sehr, sehr viele Fans mit dabei, die gesagt haben, die kenne ich, die möchte ich sehen, die möchte ich hören. Was macht dir eigentlich jetzt mehr Spaß? Ihr seid ja sehr oft gebucht bei Konzerten, da spielt ihr eine Stunde. Aber ihr spielt ja auch zum Beispiel ein ganzes Fest, 5 Stunden, 6 Stunden. Was gefällt dir besser? Kurz oder lang? Also eine Stunde oder 6 Stunden? Ja, mir ist egal. Also wenn die Publikum super ist, dann werden wir auch die ganze Nacht spielen. Also, weil wir lieben diese Musik und ja. Wie ist das jetzt eigentlich? Ihr seid dann 6 Mädels auf der Bühne und natürlich auch 6 Mädels unterwegs zum Auftritt im Tourbus. Frauen, es gibt ja immer wieder tolle Themen wie komme ich zum Schminken, wie viel Zeit habe ich. Oft als Musiker hat man nicht mal ein Zimmer. Wie macht ihr das? Schminkt ihr euch im Auto oder braucht ihr immer ein riesengroßes Hotel dafür? Nein, manchmal schminken wir im Kombi, also im Bus. Wirklich? Ja, und ja, wir sind schon gewohnt. Also. Ja. Und wir umziehen aus. Auch wir haben auf viele Plätze schon umziehen, also. Das ist auch kein Problem für uns. Im Bus oder in Kirche haben wir das auch. In Kirche auch schon? Ja, ui. Auf einen Bagger auch. Auf einen Bagger? Ja, Gott, frag nicht. Eieieiei. Also man erlebt sehr, sehr vieles. Viel. 4 Jahre bist du jetzt unterwegs. Wie lange möchtest du mit den Oberkrainer Polka-Mädels spielen? Wie viele Jahre? 20, ja, so 30, lange es geht. 70? Ja, ich hoffe. Aber 70 ist schon ziemlich viel. Naja, schauen wir mal. Du bist ja noch sehr jung, oder? So. Ja, sehr. Verrat mir nichts Genaueres. Meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, Sie können uns natürlich auch kontaktieren. Eine Frage habe ich noch, liebe Clara. Ja. Dann gibt es wieder Musik. Wenn man das Ganze hier in Slowenien betrachtet, die Oberkrainer Musik ist nach wie vor sehr, sehr, sehr modern. Glaubst du, ist die Oberkrainer Musik jetzt wieder mehr beliebter durch Oberkrainer Polka-Mädels, durch Sascha Auzenik, wie sie früher war, oder ist es weniger geworden? Die Nachfrage, die Beliebtheit. Ja, also ich glaube, dass manchmal war das sehr populär. Bei Slawko selbst? Ja, beim Slawko. Und dann einiger Zeit nicht so viel. Mhm. Und jetzt wird immer mehr, so glaube ich. Okay, auch wieder die Tracht, oder? Das ist das Dirndl kommt ja eigentlich aus Österreich. Gibt es das jetzt auch in Slowenien? Wenn ihr zum Beispiel auf einem Event spielt, kommen da auch die Gäste im Dirndl oder nicht so viel noch? In Slowenien? Ja. Oh, nein. Noch nicht. Das ist nur in Österreich oder so. Okay. Aber in Slowenien leider nicht. Aber es wäre super. Das wäre super. Also Appell an alle Zuseher in Slowenien, bitte im Dirndl kommen. Das Dirndl kommt auch aus Österreich, aus Kärnten und zwar aus dem Hause Strohmeier. Den dürfen wir auch auf das recht herzlichste begrüßen. Aber ihr habt nicht nur ein Dirndl, oder? Wenn ihr so viel unterwegs seid. 3, 4? Wir haben 2 Dirndl und eine Lederhose. Eine Lederhose? Mhm. Also, ja super. Nächstes Mal dann in Lederhose. Passt. Ja, wunderbar. Und ich im Dirndl. Nein, Spaß. So, wir hören jetzt wieder einen tollen Titel, meine Damen und Herren, liebe Regie. Und dann sehen wir uns gemeinsam zum Finale. Du bleibst noch hier. Und das Beste daran, wir verlosen dann eine CD der Oberkrainer Polka-Mädels mit Unterschrift von der Clara und mit Autogrammkarte. Passt. Also dranbleiben. Auch das war Musik aus Slowenien. Ja. Hast du gekannt? Igor in Zlatisvoki also. Ja. Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Ja. Liebe Clara, danke zuerst mal für den Besuch. Sehr interessant. Ich freue mich, wenn die neue CD heraus ist. Du bringst sie bei uns vorbei im Studio, oder? Ja, wenn du einladest, sicher. Werden wir machen, meine Damen und Herren, oder? Da sind wir uns einer Meinung. Die allerletzten Fragen noch einmal. Wie kann man euch buchen? Das ist das Wichtigste. Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Gibt es eine Telefonnummer oder Homepage? Oder wie macht man das am besten? Ja, Homepage haben wir noch nicht. Ja, kommt aber der wir neue, machen. Ja, kommt. Ja. Also auf dem Facebook steht unseres. Also wenn man auf Facebook ist, kann man einfach eingeben, Oberkrainer Polka-Mädels.
Ja. Wie heißt das auf Slowenisch? Quintett? Probierst du? Ja, weiter weiß ich nicht. So. Quintett Slowenski Deklet. Quintett Slowenski Deklet. Jawohl, ja, so ja. Deklet ist sieben, oder? Nein, Deklet ist Mädels. Also. Okay, okay. Ja, okay. Also das eingeben und dann kommt man auf eure Seite, da kann man dann direkt eine Nachricht schicken. Ja. Du machst das dann alles, die Oberkrainer Polka Mädels, meine Damen und Herren. Das spielt dann bei Ihnen zu Hause mit einer super Show, mit einer super Musik. Ja. Wenn es sein muss, auch 15 Stunden. Gerne. Ja. Ohne Übernachtung, alles kein Problem bei den Oberkrainer Polka-Mädels. Dann wünsche ich dir noch viel, viel Spaß. Wie sieht dein restlicher Sommer noch aus? Jetzt studieren ist ja Ferien, oder? Vorbei, ja. Ist also jetzt vorbei? Nicht, ja. Also was steht jetzt am Programm? Nur mehr üben, üben, üben. Mehr Polka-Mädels, ja. Und also das CD mehr. Und CD-Präsentation. Das mehr oder noch mehr Polka-Mädels? Das mehr das und mehr. Noch mehr Polka-Mädels. Das mehr und noch mehr Polka-Mädels. Wahnsinn. Ja. Dann sage ich Dankeschön, dass du hier warst. Vielen Dank. War sehr nett, sehr interessant. Grüß mir deine rechtlichen Kolleginnen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder auf einer Veranstaltung. Dann darf ich euch mal wieder anmoderieren. Ihr spielt dann wieder zünftig auf. Und meine Damen und Herren, wir blicken Richtung 19.45 Uhr. Da gibt es heute eine tolle Volksbox mit Preisen, die es noch nie zuvor gegeben hat. Jetzt gibt es aber einen Preis, den gibt es nur jetzt hier bei uns. Du hast im Auto eine CD. Ja, euch. Ich hab. Eine CD von den Oberkrainer Polka-Mädels. Dazu gibt es eine Autogrammkarte, meine Damen und Herren. Wenn Sie diese einzigartige Musik gerne hören möchten, dann rufen Sie einfach an. Machen wir eine Gewinnfrage. Können Sie das? Eine Quizfrage? Eine ganz leichte. Ja, wir können das machen. Ja, magst du? Also du hast mich früher gefragt, wie lange bin ich schon bei den Polka-Mädels? Ja, gibt es auch zwei Möglichkeiten, zwei Optionen. A, zwei Jahre oder B, vier Jahre. Ja, ist ja gar nicht so leicht. Also, ja. Ist nicht? Ha? Oh. Ja, mehr wie zwei sind schon. Na, so, meine Damen und Herren, Sie wissen das. Sie wissen das ganz bestimmt. Wenn Sie das wissen, rufen Sie uns an. Die Nummern blenden wir jetzt nochmals ein. 19.45 Uhr würden wir uns freuen. Danke nochmals an die Oberkrainer Polka-Mädels, an das Oberkrainer Polka-Mädel. Heute war ja nur eine hier, ja. Die Clara, die am besten Deutsch kann, die am besten moderiert auf der Bühne. Und jetzt sehen Sie und hören Sie nochmals. I Love You, die neue Single der Oberkrainer Polka-Mädels. Rufen Sie an, wenn Sie die Antwort wissen, wie viele Jahre ist sie schon mit dabei? Bitteschön. Bis später am Abend. Danke fürs Einschalten und ich freue mich auf Sie.